Halli, hallo, WPU, der Novi hier. Ich habe seit einigen Tagen die SA10, Umarex SA10 hier bei mir und teste sie auch schon ganz ausgiebig. Ist eine schöne Waffe, ähnelt der SA9 Operator. Hat hier vorne ein 1,5 UNF Gewinde für Schalli-Aufnahme. So, dieses Züngel hier, das ist so Glock-like. Von der Haptik her ist okay, knarzt nichts. Hat so eine gewisse Ähnlichkeit mit der P07, CZP 09, das Griffstück zumindest. So, gesichert, entsichert hier. Die Waffe hat Blowback. Ich habe ja schon einiges dazu im Forum geschrieben. Auch ganz nett gemacht mit dem Messinglauf, goldenen Lauf. Kimme. Nicht verstellbar. Ich weiß nicht, ob man da mal einen kleinen Schlag gegen machen kann oder so. Ob das dann nach links oder rechts geht, das weiß ich nicht. Wie bei der Hähnel. Wie man das beim Hähnel, Korn. Ja, ist an sich ganz gut gemacht. Sie hat ja ein innovatives Magazin. Das ist, glaube ich, ich habe es bei Muzzle gelesen, beim Ganimo, der wahrscheinlich seine Seite zumachen möchte. Ich hoffe, er macht es nicht. Die Seite war eine der ersten Seiten, die ich überhaupt in meiner CO2-Laufbahn überhaupt gesehen und gelesen habe. Also Ganimo, bitte nicht zumachen. Ja, das sind diese Steckmagazine. Die sind nicht arretiert. Wenn man das Magazin, also das große CO2-Magazin, das was schräg hält, plopp, fallen die raus. Mache ich jetzt nicht. So, hier ist auch extra ein Magazin, ein Trommelmagazin für BBs. Also keine Stahl-BBs mit der Waffe verschießen. Wir haben es ja bei WPU schon gesagt. Verkupferte Blei-BBs oder BBs. Aber diesmal hier in 4,5 mm kann man verschießen. Die Trommeln werden entgegengesetzt zum Transportkranz, also so geladen. Hatte ich ganz am Anfang falsch gemacht. Ich denke, warum geht denn die Waffe nicht? Ja. Also. Hier hat es den üblichen Umarex Knebelverschluss. Hätte man auch ein bisschen anders machen können. Ne? Aber gut, man kommt damit klar. Zischt auch nicht lange oder fast gar nicht. Dazu. Mal hier die Mündung. Ich will das Video auch nicht so lang machen. Dann wird das Magazin hier reingegeben. Zack, seht ihr, da fällt schon ein kleines Magazin raus. Also man muss das Ding immer so ein bisschen so halten, dass die Trommeln oben sind. So. Ja, der Abzug ist also ähnlich einer BB-Pistole. Vielleicht verändert sich das noch. Ich zeig mal hier. So. Nein, ging nicht. Moment. So. Vorführeffekt. Nochmal. Ja, scheint jetzt nicht zu funktionieren. Egal. Wie schon gesagt, Moment. Das Magazin war nicht richtig drin. Mein Fehler. Sekunde nochmal. Anspannen. Und dann. Der Abzug. Zack. Ja, das Magazin ist, man muss das schon ganz schön fest arretieren. So, nochmal, also der Abzug. Knack. So ein leichtes Knack. Ist schon besser geworden. Am Anfang war es schlimmer. Und dann kurzer, an sich gut überwindbarer Druckpunkt. Ja, nochmal. Zack. So hier, ne? Da ist so ein kleiner, minimaler Widerstand. So ein Mini-Hakel. Und so, mehr dazu im Forum bei WPU und nochmal per Video und per Inschriftform. Okay, bis dann. Viel Spaß weiterhin bei uns im Forum.